ein bisschen über das Essen. Sven Michaelsen hat ein Interviewbuch gemacht und hier geht es um den Restaurantkritiker Jürgen Dollase. Kommt es vor, dass das Ehepaar Dollase höchst geteilter Meinung über das Essen ist? Es passiert schon, dass der eine etwas für absolute Antiküche hält, was der andere großartig findet. Es dauert teilweise Tage, bis das durchdiskutiert ist. Endgültige Klärungen sind dann eher selten. Sind Sie beide privat ein geselliges Paar? Nein, wir sind Zweizelgänger, wie ich immer sage. Wir haben keinen großen Freundeskreis und pflegen keine sogenannten Beziehungen. Ich habe einfach viel zu viel zu tun, um mir Menschen als Sättigungsbeilage aufzuhalten. Kommt Ihnen ein Wort wie lecker über die Zunge? Selten. Lecker ist die degustative Missionarsstellung. Würde dieser 0815-Kommentar ausreichen, könnte der Analphabet fragen, wieso er lesen lernen soll. Wie viele Gerichte bestellen Sie, wenn Sie ein Restaurant rezensieren? Das Minimum sind 5 Gerichte à la carte. Die Prüfung beginnt, wenn Sie schon mittags beruflich gegessen haben und abends nochmal ran müssen. Irgendwann kommt das üble Gefühl, yes, das jetzt ist es echt zu viel. Du kriegst nichts mehr rein. Aber diesem toten Punkt eine Pause einzulegen, wäre ein tödlicher Fehler. Wenn Ihr Magen eine Pause bekommt, scheidet er Enzyme aus, die signalisieren, Essen vorbei, jetzt ist Verdauen angesagt. Der Appetit kommt nur wieder, wenn Sie weiter essen. Zuweilen ist die Gastronomiekritik ein harter, körperlicher Beruf. Machen Sie Leibesübungen, um keine Auberginenfigur zu bekommen. Sport habe ich zuletzt beim Bundesgrenzschutz betrieben, aber ich gehe jeden Tag 4-mal mit unserer Sophie. Auf Testreisen laufe ich nachmittags stundenlang durch die jeweilige Stadt, um ein paar Kalorien zu verbrennen. Berlin kenne ich bis in jeden Winkel. Sie haben schon in Fett marinierte Schafsaugen gegessen. Destillat aus Waldboden, frittiertes Moos, fermentierte Ameisen, in Bitumen gegartes Gemüse und geschmorte Hoden vom Hahn. Wann streiken Sie? Ich stecke aus Prinzip alles in den Mund, was mir auf den Teller gelegt wird. Die Hoden waren übrigens von glatter, fester Textur und schmeckten sehr gut. René Recepi serviert im Noma in Kopenhagen lebende Garnelen, die putzmunter auf dem Teller zappeln. Sie in den Mund zu nehmen und durch Kauen zu töten, ist eine Erfahrung, die tief in die Psyche eingreift. Wer das für die Perversion einer überreizten Avantgarde hält, sollte wissen, dass es zu den kulturellen Traditionen der Bretagne gehört, bei ablaufendem Wasser am Strand kleine Garnelen aufzusammeln und lebend in den Mund zu stecken. Jürgen Dollase.